So, herzlich willkommen in einer weiteren Folge von Minecraft Milder Käse Tech It Legends. Ja, ich habe nicht vergessen, wie es heißt. Es ist alles immer noch ein Aufnahmequark. Ja, Kompressor, so. Ich dachte mir schon so, was habe ich denn jetzt gebaut, ey? Habe ich jetzt wieder Scheiße gemacht? Nee, habe ich nicht. So. Den Kompressor stelle ich mal hier hin und dann meinen zwei Kabeln, die ich noch habe, verbinde ich das. Warte mal, war das über. Nein, das war nicht der Kompressor, oder? Das war der. Scheiße, was war denn das nochmal? Der Extractor, fuck! Fuck! Der Kompressor, der macht ja nur Scheiße. Fuck! Gibt es Crafting? Automatic Crafting Table, Logistic Fuzzy Crafting Table, Logistic Crafting Table, Advanced Crafting Table, Mirror. Die Craft. Scheiße, es gibt doch nichts, mit was ich das decraften kann. Alter, was macht man mit dem Kompressor? Was soll ich damit? Ich brauche den Extractor. Extraktor. Hier, den hier. Och Mann, dafür brauche ich nochmal einen Maschinenblock und noch so mal einen Electric-Hive-Teil. Alter, scheiß die Wand an, ey. Kacke. Die Dinger sollen machen hier. Scheißdreck, ey. Toll. Und an so ein Electric-Hive-Teil, da brauche ich wieder. Obwohl, warte mal. 2, 4, 5. Ich habe zwei Kabel. 2 plus 4. 2, 3, 4, 5, 6. Gott, das passt einfach. So, dich brauche ich erstmal nicht. Bis ich dich brauche, kommst du in die Kiste. Lol, da kriege ich einen Maschinenblock raus. Okay, das ist geil. Das ist gut. Das ist echt gut. Na, guck mal hier. Der macht so ein Electric-Hive-Ding. Brauch so hier. Nee, halt stopp. Erstmal machen wir. Wie viel plus 2 sind 6? Ja, es passt einfach. Oh Gott. So, und jetzt. Den hier. Ah, da brauche ich 4 von denen. Haha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die kannst du nicht stacken, die musst du alle so in deinem Inventar haben, ey. So, zack, 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 zack und zack. So, jetzt habe ich das Ding, was ich brauche. Alter. Scheiße. Jetzt brauche ich ein Kabel, um das zu verbinden, anstatt ich das einfach daneben setze. Oh! Leck mich! Oder kann ich die nicht. Die unisolierten Kabel kann ich die hier auch einfach setzen? Oder fliegt mir das dann alles in die Luft? Aber da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Scheiße. Ja, oder ich. Easy GG. Okay. Dann hätten wir das mit dem Gummi auch gelöst. Alter, scheiße, war das. Das war ja so richtig kurz vor knapp vor Arsch. So, weißt du? So, ey, ich muss da jetzt ein Gummi rauskriegen. Und so ein Rubber Skate. Ja, oh Gott, Alter, es passt einfach gerade so alles Arsch auf Eimer, ey. Aber wirklich alles so. Boah, leck mich doch fett, ey. Scheiße. Ey, das ist auf. Ich weiß nicht, ob es Glück ist oder einfach nur, weiß ich nicht. So, der geht jetzt voll. Nice. Du gehst jetzt auch voll. Auch nice. Und dann können wir die ganze Scheiße jetzt hier reinklatschen. Ja, mit der Kohle macht der ordentlich. Dann teile ich nochmal hier einen Stack auf. Klatsche ihn da rein. Ja.
dann hätten wir das, ich wiederhole, das schon mal fertig. Jetzt kriegen wir hier nämlich Gummi raus. So, und jetzt ein Macerator. Und zwar brauche ich dafür wieder einen Machinenblock. Also heißt Refined Iron. Ah ne, halt, stopp, ich wollte mir doch ein Electric Furnace, brauche ich da auch? Ja, dafür brauche ich auch so ein Teil. Scheiße. Also brauche ich so ein paar mehr Kabel. So ein bisschen. Was kann ich da reinpacken? Was das denn? Hallo? So, dann nehmen wir da mal hier von und. Ja, komm, die Hälfte. So, 30 aus 30 werden 60 wieder. Also, das lohnt sich dann im Endeffekt. Oh, da habe ich ja ein Stückchen Baum vergessen. Wie konnte das denn passieren? Das weiß ich auch nicht. Aber es ist passiert. Deshalb habe ich auch gerade nicht noch einen Settling gekriegt. Oder zwei. So, jetzt. Ein bisschen Holzfäden hier, ein bisschen abholzen. Muss ja auch sein, ne? Muss ja auch alles mal in einem Part geregelt werden. Jetzt heute so. Hey, Bock drauf, macht sich, lässt sich, alles cool. Alles easy, okay, yo, skate, yeah. Ich hab so richtig Bock aufzunehmen, Alter. So richtig, richtig viel Bock, obwohl ich eigentlich was anderes machen müsste. Ja, nicht direkt, aber zumindest essen müsste ich mal. Aber gut, braucht kein Mensch. Ist nicht kann nur was für. Ach, hör mir auf, du. Da haben wir früher, haben wir da in unseren Häusern gesessen und dann haben wir 15 Jahre nichts gegessen. Also, gar nicht in die Jugend heutzutage. Also. So würde mein Opa drauf reagieren. Ich glaube, wenn der das sieht, schlägt er mich. Kommt zu mir, Parts, Parts in die Fresse. Glaube ich, mich bin mir nicht sicher, aber mit zu hoher Wahrscheinlichkeit. Und da ist der Punkt. Ich wollte schon sagen, ey, wo ist der Punkt denn? So. Haben wir auch ein bisschen abgeholzt. Jetzt muss ich nochmal hier oben hin. Weil, während wir noch so ein bisschen Holz sammeln und sowas, da kriege ich. Da macht der Extractor schön seine Arbeit. Ich wüsste nicht, wie es effizienter geht. Wenn das einer weiß, dann soll er es mir doch bitte in die Kommentare schreiben. Und ja. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, was das war, aber es hörte sich komisch an. Ha! So, jetzt haben wir wieder 8 von denen hier und dann klatschen wir die Scheiße wieder hier rein. Nur Patz und haben wir wieder 6 und 6, 9 sind keine 12. Können wir es ja nochmal. Ein so ein. Muss erst mal durchlaufen, Alter. Hier muss ich mir gleich wieder eine neue Axt machen, ey. Schöne Scheiße. Ich glaube, da mache ich mir so eine Rubin-Axt. Die geht dann nie kaputt. Niemals geht die kaputt. Die wird ewig leben. Ewig! Ja. So läuft das hier. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Stone? Haben wir auch Clay? Das ist Limestone, ne? Boah, ja, den nicht. Mit dem Apfel schön hier die Dinger kaputt machen, hier die Wände. Alles Natur, braucht keine Sau. Und dann. Ja, meine Pickaxe ist kaputt. Alter, also, was labert der da? Error, for file to trigger auto refill 0 lololol. Und Source-File, okay. Der sagt mir immer, dass es nicht funktioniert. Weil er gibt mir die Warnung, dass ich nichts mehr habe, um es zu machen. Gut zu wissen. Braucht keine Sau. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir 3, 6, 12. Also kann ich zwei von diesen. Nein, kann ich nicht. Machine! Was brauche ich noch? Ach komm, das Eisen muss noch fertig werden und dann. Obwohl, ich könnte hier nochmal die Dinger reinschmeißen. Da geht relativ schnell. Ohne Spaß, so ein. Warte mal, Cable? Gibt es da so ein. Okay, so ein 4K High Voltage Cable, Alter. Das ist so krass. Das ist einfach so einen kompletten Block Fett. Rubber, Rubber.
Oder insulated High Voltage Cable. Ne, ja, insulated. Kriegst du so eins, wie kriegst du das noch? Nimmst du ein 2K-Kabel, kannst du einfach so ein fucking 4K-Kabel rausmachen. Aber weißt du, wie viel Energie da durchgeht? Da ist so. Schwirrt an deinem Arsch vorbei und ist dann einfach so schnell, dass du nicht mehr weißt, was abgeht. Und wieso lädt meine Maus? Was soll das? Es hat sich kein Programm im Hintergrund geöffnet. Schlimm, so eine Scheiße. Richtig, richtig schlimm. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. So, jetzt brauche ich zwei, brauche ich, ne? Für so ein Electric Hive. Electric Conduit. Ich nenne ihn einfach Conduit, Alter. Ganz ehrlich, oder Circuit. Circuit. Das hört sich voll scheiße an. So, ich brauche einen davon, also zwei. So. Bop, bop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Bam. Jetzt können wir uns einen Ofen machen. Unten, erstmal den Mace Serrader. Ah ne, da brauche ich den Block auf Dings für. Scheiße. Brauche ich 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8 brauche ich. Oh. Das dauert immer so, Alter. Geht gar nicht. Was ist denn da los? Mann. Und das wird ein. Also wenn ich jetzt hier so während das durchläuft, wenn ich hier so auf meinen Plan gucke, das wird ein ganz komisch, das wird ein ganz schön komischer Ablauf für die erste Episode. Und habe ich noch ein Blatt frei? Episode 1. Die Suche nach dem braunen Salon. Nein. So, Block haben wir, sollen jetzt Mace Raider, komm, gib. Da. Yes. Ja. Wenn ich den mit der Pickaxe abbaue, habe ich ein Problem. Also mache ich das so, mache die Pflanze weg und versuche, na, Kabel sparen kann ich ja eigentlich gar nicht großartig. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Also mache ich das hier ran. So, der füllt sich. Ist noch Kohle drin? Ja, noch genug. So, und jetzt fangen wir an, Erze zu duplizieren. Also heißt, das machen wir gleich mit beiden. Einmal hier mit. Fangen wir mal mit Eisen an. So, guck. Schau mal einer, guck. So, das wird jetzt macerated. Und zwar wird das dann zu Staub. Noch zu trinken? Nein. Okay, also dann wird das zu Staub. So, und aus einem kriegen wir zwei raus. Zack. Komm schon. Ja, genau, zwei. So, und wenn wir das hier, dann, warte mal, ich guck mal. Electric Furnace, bastel ich auch noch mal. Also ein Iron Furnace, warte ich nicht, bis er durchgelaufen ist. So, brauche ich dafür das Konduit, das Ding hier. So, Electric Furnace kommt direkt daneben. Der ist nämlich auch wesentlich schneller. Und der verbraucht nichts. Und der verbraucht keine Ressourcen. Also heißt, ich habe nur noch Ressourcenverbrauch hier drin, in dem Generator, wo ich, warte mal, Bedbox, war die teuer? Bedbox. Die war nicht teuer, aber, ja doch, ein Kabel geht eigentlich. Ein Kabel zu, obwohl vier Batterien, das sind dann wieder vier Kabel, drei Batterien, also vier Kabel brauche ich. Ja, easy. So, hier geht das relativ schnell. Hier mal das draus nehmen. Was wollte ich machen? Kabel, ja genau. So, Kabel habe ich hier noch. Ja, Zinn. Schau mal einer an. Zinn brauche ich. 4 mal 3. 3, 6, 9. Ne, 4, 8, 12. Als 12. Sollte relativ fix gehen.
in der Zeit immer hier einsammeln, neu craften. Also immer so das Übliche. Also Kabel sollte jetzt überhaupt kein Problem mehr sein, weil hier am Settlings davon, wir haben das, wo ich hier mit unendlich Rubber kriegen kann quasi. Nur das Kupfer geht mir halt irgendwann aus. So, das ist halt so meine einzige Sorge. Aber ganz ehrlich, da mache ich mir auch keine Gedanken drüber, weil guck mal, ich habe hier noch... Ne, wo ist es? Da Copper noch 32, die verdoppel ich, dann habe ich 64. Also, ich mache mir da keine Sorgen drum. Hä? Wieso geht denn jetzt nicht mehr voll? Was ist denn hier los? Hallo? Hey, was soll die Scheiße denn? Dafür habe ich nicht bezahlt. Miserated der überhaupt? Nein. Aber warum? Weil der Iron Furnace angeschlossen ist, oder? Ich bin nicht ganz sicher, warum das nicht funktioniert. Auf jeden Fall brauche ich eine Bedbox. So, Bedbox ist mein Ziel jetzt hier. So. Zinnbarren. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eine leere RE-Batterie, die 10.000 EU kriegt. Krass. So. Holz habe ich. Hier hin. Dann so. Eine Bedbox. So, diese Bedbox schließe ich jetzt. Mann, wo schließe ich ihn hier an? Also das soll aus dem... Ja, so halt, ne? Die fühlt sich jetzt... Ah, guck mal. So, der arbeitet wieder. Wunderbar. So, dann haben wir das auch gelöst. So, durch eine Bedbox, weil die speichert nämlich Energie. Energie-Input ist an den Seiten. Energie-Output ist immer in die Richtung, die man geguckt hat. Also heißt hier oben. Da ist so ein kleiner Nüppel oben drauf. So ein kleiner Punkt, den sieht man auch. Und ja, damit hätten wir quasi fast unser... ja, unser Eisendingsbums hier fertig. Also unser Verdoppeln der Erze. Hör mal. Ist doch relativ schnell vonstatten gegangen. Weil guck mal, schmelze das Iron Dust jetzt ein. Chris, zack. Chris im Barren. So ein Chris aus einem, Chris so zwei Stück raus. Ist jetzt nicht das schnellste, wie das arbeitet, aber gut, okay. Da kann ich im Moment noch nicht viel dran ändern. So, dann mach ich mal so jetzt hier nochmal. Bauen wir die Scheiße ab. Ja, geil, weiße. Ja, stimmt, ich wollte mir eine Rubinaxt machen. So, ich hab den Plan. Ich hab den Durchblick. Zack. Und weg. Lol, Alter, das sieht voll geil aus hier. Wieder drei Settlings davon gekriegt. Plante ich mal wieder hier schön hin. So, die ganzen Baum-Settlings, dann mach ich jetzt so. Pass auf. Das Geilste, wie man einfach Bäume in diesem Modpack fällen kann, ist einfach, den mach ich noch weg. Ich geht's wesentlich schneller, ey. Das Geilste, wie man hier einfach Bäume planten kann, ist einfach 1, 2, 3, 4. Zack, die wachsen. Man hofft, dass da ein Riesenbaum raus wird. Man muss nur halt warten, bis alle vier fertig sind. Und dann, weil die alle miteinander zusammenhängen, fällst du die quasi alle auf einmal. Muss halt immer nur ein bisschen Platz dazwischen lassen. Ist halt total genial. Und es funktioniert einfach. Ja. Na komm, machen wir hier noch einen hin. Passt da perfekt. So, jetzt warten wir, bis der Ganze hier fertig ist. Und dann, ja, gehen wir schön ab ernten. Baumernte. Ich ernte Bäume. Hört sich voll krank an irgendwie. So, wieder Eisen. Die Rubine kann ich mal wegpacken. So. Halt auf, weg. Wo eine Kiste brauche ich, wo der ganze Erzkrempel drin ist.
Also wirklich so dieser komplette Erzscheiß. Und hier ist halt so Shit drin, den man nicht so wirklich braucht. Also ich zumindest nicht so wirklich brauche. So Holz oder sowas, Holzstein. Halt all solche Sachen. Doppelkiste am besten. Scheiße. Hat das Holz nicht gereicht. Wo machen wir das? Ja, hier so um drauf, ne? Würde ich sagen. Stört keinen, stört mich nicht. Schön kompakt. Mag ich eigentlich. Alter, wieso teile ich die Scheiße immer so auf? Alter, ich habe die Dinge nicht daraus genommen. So, und jetzt hier, zack. Ja, dann haben wir das. So, und hier packe ich jetzt die kompletten Erzkrempel rein. Also, das hier, das hier, das hier, das, 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 das hier, das hier, das hier, das hier. So, und alles. So, sortieren. So, schön nach der Reihe. So, und hier kommt halt Steine, Holz und bla bla rein. Und ich muss noch hier noch. Ja, ich hab. Oh, schlimm. So. Ach, wieso schmeiß ich die immer wieder raus, ey? Mann, so kacke. Goldohr. So. Jetzt ist die Frage: Was machen wir jetzt? Weil das ist was mich wirklich interessiert. Das ist entweder, ich mache eine Mining Well. Dafür brauche ich. Es regnet, scheiße. Wo ist denn die? Scheiße. Engine. Und zwar die Stirling Engine. Und zwar brauche ich dafür einen Piston. Für einen Piston brauche ich Redstone. So eine Engine könnte ich quasi. Halt, erstmal so ein Projectable, Alter. Pro. Ne, hier. Pro. Projectable. Ja, weil ohne. Meine ich mit. Stein für. So, guck mal hier. Gut, dass ich mit Stein gemacht habe. So ein bisschen mehr, ne? Was ist das denn? Pur Lead-Ohr. Okay. So, jetzt machen wir so Project Table. So, bam. Einfach zack, zack, zack. Zack, zack. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Stone, Stone. Oakwood. Workbench. Ah, die Kiste habe ich nie hingepackt. So, Project Table. Danke. Kommt direkt hier neben. Und dann kann ich da nämlich. Also das, was ich brauche. Redstone, das hier, Eisen, so Eisen. Kann ich nämlich alles in den Project Table reinpacken. Und dann. Hier so Holz oder sowas, das hier. So, wenn ich dann jetzt zum Beispiel was suche, zum Beispiel Engine. Ich dann auch direkt bauen möchte. Und dann hier zum Beispiel einen Pisten suche. Das ist ganz einfach. Der würde mir das dann quasi so einrichten. Aber da fehlt mir wahrscheinlich Stein für. Sondern immer genug Stein im Table haben. So, zack, Fragezeichen, bam, eingemacht. Zack. So, und jetzt gehe ich wieder drauf. Möchte das hier haben. Möchte dieses Rad. Okay, geht noch nicht. Mache ich hier erstmal ein paar Sticks raus. So, zack. Rad möchte ich haben. Fragezeichen. 1, 2. Bam. So, jetzt brauche ich das hier. Fragezeichen. Bam, bam. 2. So. Jetzt hätte ich gerne das Ding. Oh, mir fehlt Glas dafür. Also brauche ich Sand. Und dafür brauche ich eine Schaufel. Und die mache ich mir aus Amethyst. Einfach weil ich es kann. Brauche Holz. Holzi, Holzi, Holz. Obwohl, guck mal, da kann ich doch eigentlich für jetzt. Ah, ne, guck mal, hier sind noch Sticks. Das mache ich so und dann.
Tada. So, die Axt brauche ich da nicht drin. So, halt, das Rezept wird gespeichert. Das ist ganz geil. Also halt alles, was hier drin ist, wird dafür verwendet, dass du machen kannst und dann, boom, hast keine Probleme mehr, brauchst nicht irgendwie immer alle da reinmachen und so was und alles und das ist ganz geil. Ich weiß gar nicht, darf Elektrik im Regen stehen? Eigentlich ja nicht, ne? Naja, ich denke mal, dass die Minecraft-Gesetze, was das angeht, nicht ganz so krass sind. Und ich glaube, die letzte Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, die ist irgendwie etwas sehr lang. Oder ich nehme einfach noch weiter auf. Das wird aber dann ziemlich fucking viel Arbeit, weil ich schon bei 2 Stunden bin. Fuck. Ungefähr gerade, ich bin schon bei 2 Stunden Zeit, Alter, was geht ab? Ich habe jetzt 2 Stunden am Stück aufgenommen. Na, aber gut, ist ja alles, ich mache das ja gerne. So, und mir ist das lieber dazu zu machen, jetzt immer noch ein Part, mal so 10 Minuten und dann wieder aufhören, dann musst du wieder und dann ist wieder alles doof und na, und das habe ich nicht gerne. Nur meint das lieber so, dann habe ich hier lieber so 50.000 Stunden und quatsch euch dann halt total lange zu, weil ich das auch am liebsten mache und am besten kann. Also, ne, für alle, die das anders wollen, leckt mich. Alter. Und für alle die, die sich meine Stimme nicht geben wollen, bitte, geht doch. Geht doch weg. So, guck mal hier, da ist schon ein Baum gewachsen, dann 2 gewachsen. Müssen jetzt nur alle 4 auf einmal wachsen, weil dann sieht das geil aus. Dann ist geil. Das Eisen ist fertig, das hier, da muss das noch rein. So, der Generator, der ist leer. Kommt nochmal ein 16er Pack Kohle rein. Ich glaube, die Bedbox, die ist voll. Ja, guck mal, die beziehen jetzt ihre Energie aus beidem. Also einmal aus der Bedbox und einmal aus dem Generator. Finde ich geil. Ja, guck mal, der füllt sich langsam und in der Bedbox so Eis gespeichert. Ja. 4000 AF. Was wollte ich machen? Ne, Engine, genau. Soll mal erstmal gucken, was ich überhaupt brauche für die Mining. Well, die baut nämlich mal, oh, guck mal hier, Iron, ja komm, hier, das ist doch, das geht. Bauen wir erstmal die Engine, also einen. Ich brauch Glas, scheiße, jetzt brauche ich doch einen normalen Ofen. Ich glaube, normale Öfen werden hier nie aussterben. Maschine. Wieso regnet es? Ich will Toggle Downfall machen. Och Mann. Ist doch kacke. Ja, ich hoffe, es hört bald auf, es zu regnen, aber ich habe Töne vom Spiel ausgestellt, also, ich kann mal gucken, ob ich den anmache. Anmachen mache ich dann in der nächsten Episode, ja? Oh, scheiße. 38. Scheiße, die Folge geht eine Minute lang, also. Wie gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Ich bin raus. Zukunftscast, mach es ordentlich hier. Danke.